Die Frage war ja, welche Zukunftsvisionen gibt es für mich in dem Themenbereich? Und ganz klar geht es bei mir natürlich um Ernährung. Berlin 2050 ist für mich eine Stadt, in der Menschen fast nur noch Lebensmittel aus der Region essen, aus dem Umland, aber eben auch aus Berlin selbst. Also Berlin selbst ist für mich eine grüne Stadt und vor allem eine essbare Stadt. Alles wird ökologisch angebaut und durch intelligente Logistiksysteme klimaneutral transportiert. Und es gibt in allen Kiezen Lebensmittelpunkte, also offene Orte, an denen frische regionale Lebensmittel vermarktet werden, verarbeitet werden, wo Menschen sich treffen, wo gemeinsam gekocht wird, gegessen wird. Also Menschen, also Orte, die auch die Nachbarschaften zusammenbringen. Es gibt einen Ernährungscampus oder einen Foodcampus, egal wie man ihn hinterher nennt, im alten Flughafengebäude in Tempelhof. Und dort gibt es Denkräume, Experimentierräume, einfach eine Möglichkeiten, neue Projekte anzubahnen und Partnerschaften einzugehen. In Berlin 2050, für mich, sind alle Berlinerinnen und Berliner in der Lage, Zugang zu gutem Essen zu haben. Also die soziale Frage haben wir bis dahin geklärt. Unabhängig von Einkommen, von Bildung, von der Sprache, was auch immer, es ist ein sozial gerechtes Ernährungssystem. So, das ist sozusagen die Vision. Welche Hürden und Herausforderungen gibt es neben globalem Wachstumswahn und Konzernmacht? Sehe ich in Berlin vor allem auch die Hürde, dass Ernährung noch nicht als Querschnittsthema angekommen ist, sondern oft eigentlich als gar kein Thema. Ernährung ist immer noch ein Thema, wo gedacht wird, Landwirtschaft passiert im Umland, brauchen wir uns nicht mit zu befassen. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren verbessert, aber die Zusammenarbeit in den Senatsverwaltungen oder in den unterschiedlichen Ressorts könnte immer noch verbessert werden. Es wird Ernährung an vielen Stellen überhaupt gar nicht erst mitgedacht und es gibt einfach eine Versäulung, wo ja, Ernährung nicht als integrativ in alle Themenfelder mit eingedacht wird. Wobei Ernährung ja eigentlich überall eine große Rolle spielen sollte. Also es hat Klimaauswirkungen, es spielt in der Wirtschaft eine große Rolle, Bildung, Gesundheit, Stadtplanung ist ein wichtiges Thema, wo Ernährung eigentlich eine Rolle spielen sollte, mitgedacht werden sollte. Ernährung ist eben, wie gesagt, eine soziale Frage. Wer wenig Geld hat, kann sich gutes Essen letztendlich nicht leisten, wenn man dann gleichzeitig noch hohe Mieten zahlen muss, noch viel weniger. Das heißt, auch sowas sollte man zum Beispiel zusammendenken. Genau, und es gibt jetzt gerade in der Senatsverwaltung erstmal 5 Personen in Justiz und Verbraucherschutz, die federführend verantwortlich sind für das Themenfeld, für die Ernährungsstrategie. Das ist viel zu wenig Personal, das ist viel zu wenig Geld, um Ernährung als Querschnittsaufgabe überall verankern zu können und eine Ernährungswende wirklich vorantreiben zu können. Es gibt eine Ernährungsstrategie. Bisher ist das unserer Meinung nach vor allem ein Aktionsplan, dem noch die konkreten Ziele, Meilensteine, Maßnahmen, eine verbindliche Roadmap und so weiter fehlen. Und die ist auch noch nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen. Also Otto von Normalverbraucher hat noch nie was von der Ernährungsstrategie gehört und er hat auch bisher wenig Möglichkeiten gehabt, sich da irgendwie einzubringen. Und da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode irgendwie drüber hinauskommen. Also die Bevölkerung muss mitgenommen werden. Wir schlagen zum Beispiel Bürgerräte vor, aber es gibt auch noch andere Bürgerbeteiligungskonzepte, die auf jeden Fall angedacht und ausgebaut werden sollten. Und ansonsten Aktionspläne wie jetzt die Ernährungsstrategie sind total sinnvoll, um erstmal loszulegen, auf gar keine Frage. Aber es muss jetzt weitergehen. Also wir müssen Ziele definieren, es müssen dann Meilensteine festgelegt werden und die Maßnahmen müssen weiterentwickelt werden und es müssen auch, ja, es muss messbar werden und es müssen Schritte eingeführt werden, um tatsächlich dahin zu kommen. Und wir brauchen systemische Konzepte, die die unterschiedlichen Bereiche zusammendenken. Und inhaltlich gibt es für mich gerade drei, also die wichtigsten 3 Themenfelder oder Handlungsfelder sind für mich einerseits die Gemeinschaftsverpflegung, wo jetzt mit der Kantine Zukunft schon viel passiert und es auch konkrete Pläne gibt. Dann die Versorgung der Kieze und dadurch auch der Zugang, also die Verbesserung des Zugangs zu gutem Essen für alle. Und da spielen für uns Lebensmittelpunkte eine zentrale Rolle. Da arbeiten wir auch schon ganz intensiv dran. Also es gibt schon einige Lebensmittelpunkte und wir arbeiten weiter an Modulen und an Vernetzungslösungen, um die weiter aufzubauen und auszubauen. Da stecken viele Initiativen in den Startlöchern, die brauchen Räume und die brauchen Unterstützung, finanzielle Unterstützung, aber auch einfach politischen Willen, damit sie richtig loslegen können. Und politischer Wille fehlt auf jeden Fall auch noch für den Ernährungscampus am Flughafengebäude. Auch der sollte irgendwoher noch auftauchen. Und das dritte für mich total wichtige Handlungsfeld sind Stadt-Land-Verbindungen und vor allem smarte Logistiklösungen, vor allem im Bereich der Mikrologistik, also da, wo, also die erste und die letzte Meile sozusagen. Da
fehlt, also es gibt schon Ideen, es gibt aber auch noch viele Probleme und es gibt noch keine richtig funktionierenden Lösungen, die auch flächendeckend umsetzbar sind. Und da muss reingebuttert werden. Also da muss auf jeden Fall, da müssen Investitionen stattfinden in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, um da voranzukommen.